komme aus Gütersloh, ja, habe zwei Kinder, zwei pubertäre Mädchen, spannendes Alter, 14 und 17. Und von meiner Ausbildung her, ich komme aus dem Sportbereich, Diplom-Sportwissenschaftlerin, arbeite seit 8 Jahren freiberuflich im Bereich Gewaltprävention, da unter anderem, klar, mit Kindern und Jugendlichen, vom Kindergarten bis in den bis ins Jugendalter hinein. Und zweiter Schwerpunkt ist die betriebliche Gesundheitsförderung. Übers Internet. Da war wirklich schon, doch bei meiner systemischen Coaching-Ausbildung kam eine der Mitteilnehmerinnen und sagte, du, was machst du eigentlich im Erwachsenenbereich? Ich sehe dich im Kinder- und Jugendbereich. Das war so ein allererster Impuls, weil bis dahin hatte ich von Kinder- und Jugendcoaching noch gar nichts gehört. Und sie sprach mit mir darüber, dass in ihrer Umgebung eine junge Frau irgendwann beim EPE das Coaching gemacht hat, diese Ausbildung gemacht hat, brachte mir einen Artikel mit, den sie in der Zeitung gelesen hatte. Und dann habe ich da mal angerufen bei dieser jungen Frau. Und die sagte mir, es war einfach eine ganz, ganz tolle Ausbildung. Und innerhalb von 3 Monaten war ihre Praxis so gut ausgefüllt, dass sie das Gefühl hatte, sie könnte noch ein paar Leute mit einstellen, weil es so unglaublich angenommen wird und der Bedarf so riesengroß ist. Ganz warm, ganz herzlich. Die Teilnehmer sind unglaublich offen und zugänglich. Also gleich vom ersten Moment an war das eine ganz vertraute Atmosphäre. Ja, wir sitzen da gemütlich beieinander. Es ist ein ganz leichtes Lernen auch. Also ich hatte Daniel im Internet mir ja durchaus schon auf dem ein oder anderen Video angeschaut und wusste noch nicht so ganz genau, wie soll ich ihn jetzt einschätzen. Und jetzt im Seminar, also ich muss dazu sagen, ich bin wirklich ein skeptischer Mensch und das ist ja, hat ja auch immer was mit Sympathie und Antipathie und Ähnlichem zu tun. Wie kommt man so selber mit Referenten und Trainern klar? Also ich würde sagen, so nach der ersten halben Stunde war klar, das wird eine ganz tolle Angelegenheit, so wie er so rüberkommt als, ja, menschlich. Man merkt natürlich, oder ich merke schon in Gesprächen auch mit Eltern, mit Bekannten, mit Freunden, sobald ich Kinder- und Jugendcoaching sage, ist erstmal so ein ganz großes Fragezeichen. Was macht ihr da? Und naja, meine Kinder machen dies und machen jenes und redet ihr auch nur und quatscht ihr da ein bisschen mit den Kindern. Und das, was ich hier erlebe, ist einfach eine ganz, ganz andere Geschichte, wirklich tiefgreifend. Wir können den Kindern so auf so einfache Art vermitteln, dass das Leben wirklich auch leicht zu leben ist. Was heißt leicht? Leicht ist so eine Sache, aber nicht das, was wir vielleicht von unseren Eltern mitbekommen haben. Das Leben ist Kampf. Und das sind so Erfahrungen, die ich selber einfach für mich erlebt habe und wirklich dabei bin, auch das ein oder andere auch hier hinter mir zu lassen. Nein, ich muss nicht ständig kämpfen, sondern es kann eben einfach auch sich leicht anfühlen und da gibt es ganz viele Hilfsmittel durch dieses Coaching, wo wir wirklich unseren Kindern so unglaublich viel Dinge ersparen können und das ist so schön.